So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension dieser Breville Panini Presse. Das hier ist der Karton von dem guten Stück. Und ja, ich habe, wie ihr jetzt gerade vielleicht schon gesehen habt im Vorfilm, hier so ein paar leckere Paninis oder auch ja, einfach Baguette-Brötchen, Sandwiches gemacht. Bin mal gespannt. Also ich habe eben schon mal diese Baguette-Brötchen genommen und es war so unwahrscheinlich lecker. Man kann da ja drauf machen, was man möchte. Ob nun Paprika, Avocado, hier Thunfischcreme fand ich extrem lecker, Hähnchenbrust, Tomate, Salat. Was euch gerade in die Hände kommt, könnt ihr nehmen, belegen. Und dann habe ich jetzt hier schon die Steckdose reingeschaltet. Das hier ist quasi die Panini-Presse. Und sie ist sehr hochwertig verarbeitet. Also es ist, hier ist alles ja so in so einem Edelstahl-Look. Hier ist dann so ein Griff, den man benutzen kann. Ohne, also der wird auch nicht wirklich warm. Der Rest, das hier heizt sich schon auf. Also das entwickelt schon eine gewisse Temperatur. Man weiß leider nicht, welche Temperatur. Also es gibt hier nirgendwo eine Temperaturregelung. Nur eine Leuchte, wenn die halt grün ist, dann ist das Ding auf Temperatur. Und das war's. Ansonsten hat dieses Gerät nicht wirklich mehr Funktionen. Es besteht dann einfach aus einer oberen und einer unteren Platte. Im Prinzip ist es ein ganz einfacher Kontaktgrill. Also ich habe vor ein paar Jahren schon mal so einen Kontaktgrill bekommen, so richtig mit Temperaturentstellung, wo man dann auch Würsten drauf machen kann und Kotelett. Und das ist halt ganz gut, wenn man irgendwie keinen Balkon hat oder so, da drin mal grillen will oder sein Fleisch einfach gegrillt haben möchte und das sonst irgendwie nicht machen kann. Ähnlich funktioniert diese Presse auch. Das sind einfach zwei Metallplatten im Prinzip, die heiß werden. Und da lege ich jetzt dann die Baguette-Brötchen rein. Wie man sieht, der hat auch schon ganz gute Temperatur. Und die Platte hier oben, die ist ein bisschen beweglich. Das heißt, die passt sich der Höhe hier an. Ihr seht, wie hoch die jetzt noch sind. Die werden gleich, wenn ich das Ding da 5 Minuten, wenn ich die 5 Minuten drin lasse, deutlich kleiner sein. Natürlich, wenn ich sie jetzt einfach so darauf klappe, schiebt er die nach vorne. Deswegen sollte man die ein bisschen festhalten und da aufpassen, dass man sich nicht die Flossen bei verbrennt. Also Kinder zu Hause nicht nachmachen. So, wie ihr seht, das hier ist jetzt schon wunderbar auseinandergefallen. Das ist, wenn man es dann zu hoch baut. Ich presse das jetzt hier schon mal so ein bisschen. Ja, vielleicht soll ich das einfach nochmal neu drehen. Aber wir lassen das mal so. Ihr seht, das sind so ein paar praktische Schwierigkeiten, die man dann haben kann. Und ich lasse das jetzt einfach mal so. Lasse es da 5 Minuten drauf. Und bin da mal gespannt, wie es wird. Beim letzten Mal habe ich die dann wirklich noch ein bisschen gepresst. Das ging besser. Die sind jetzt ein bisschen zu hoch belegt. Ich mache ja noch zwei, drei andere Sandwiches. Da mit richtigen Toastbroten und dann gucken wir uns einfach mal an, wie das dann so funktioniert und läuft. So, jetzt ist mein Timer abgelaufen. Es gibt leider keinen Netzschalter, auch wie man sieht, das ist immer noch verrutscht. Das war wohl von Anfang an nicht so gut konstruiert. Das liegt mehr an meinen Baukünsten als an einem anderen. Aber jetzt können wir uns gleich mal angucken, wie man das so spontan abwischen kann, ob man es erst ausmachen muss und es reinigen muss. Auch ganz wichtig, immer nicht irgendwas aus Metall oder so nehmen, sondern schon, ihr seht, das hat hier an Größe verloren, schon immer irgendwie irgendwas aus Holz oder so oder Kunststoff, damit hier die Oberfläche nicht zerkratzt. Das wäre sehr, sehr schade, wenn man irgendwas aus Metall nimmt, dann können da halt sehr schnell Spuren rankommen. So, und das sieht jetzt nicht so toll aus, also fischen wir da einmal schnell drüber. Und schon sieht es quasi wieder aus wie neu. Das reinigen wir nachher natürlich nochmal richtig, damit es noch wieder richtig gut aussieht und noch überall gereinigt wird. Ja, auch hier der Griff und so. Aber ich will jetzt erstmal diese Paninis essen und dann nochmal welche machen. Und dann einfach mit Sandwich Toast, weil ich jetzt keine von diesen Brötchen mehr habe. Und dann gucken wir uns mal, wie das läuft. Und wie gesagt, bisher bin ich recht begeistert von dem Gerät. Es ist leider ein bisschen klein. Also die Auflagefläche könnte ein bisschen größer sein. Also ich habe so große Sandwich-Toast gekauft. Ich glaube, da passen maximal 2 nebeneinander von. Und auch von diesen Baguettes hätte ich die ganz gelassen. Hätten da auch vielleicht 2 Querhänge gepasst, aber 3 ist schon sehr optimistisch. So, ich esse die jetzt und dann gucken wir mal. So, die Paninis waren sehr, sehr lecker. Allerdings, wie auch schon in manch anderen Rezensionen gesagt wurde, die sind dann eben außen schön knusprig. Innen könnte es aber noch ein bisschen heißer sein. Da ist eben auch die Frage, da wird auch oft in anderen Rezensionen nach einer Temperaturregulierung verlangt. Die Frage ist eben, ob das wirklich Sinn macht, weil dann wird es halt innen warm, dafür ist es dann außen total verkrustet oder so. Dann muss man wahrscheinlich einfach wirklich das richtige Brot, die richtige Mischung, die richtige Menge an Belag finden, damit das wirklich richtig gut durch ist. Und das wäre vielleicht nochmal ein Verbesserungsvorschlag für eine zukünftige Version, einfach irgendwie eine warm und noch wärmer oder irgendwie eine Gradzahl dran, dass man da einfach ein bisschen mehr hat. Jetzt habe ich mal hier normale Toast belegt, das habe ich so richtig klassische Sandwiches gemacht, auch wieder hier eins mit
Auch ganz viel Paprika und Tomate und Thunfischcreme. Hier wir mit Hühnchenbrust. Und ja, das geht jetzt natürlich schon viel besser. Machen wir auch mal richtig schön platt. Und warten da jetzt auch mal so um die 5 Minuten und gucken mal, was da in der Zeit so passiert. Und das sind dann definitiv von der letzten für heute. Ich habe dann 6 Stück gegessen. Das reicht dann. So, jetzt sind so circa 7 Minuten um und wir gucken uns das Ganze mal an. Der Käse ist wunderschön rausgelaufen. Da sollte man definitiv noch ein bisschen Feintuning machen. Aber das liegt eben auch an mir und nicht am Gerät. Und bevor das so richtig schön vollkrustet, wischen wir das dann auch mal auf. Und jetzt, wie man sieht hier, ne, die sind schön, haben eine schöne Kruste oben. Mal gucken, ob sie jetzt zu hart sind oder nicht. Auch das werde ich vielleicht gleich nochmal berichten. Ansonsten gehe ich davon aus, dass sie ähnlich wie die Baguettebrötchen sehr, sehr lecker sein werden. Und ja, damit hat man einfach, kann man sich zu Hause auch schnell leckere, warme Snacks machen. Einfach irgendwie ein Toast oder ein Brötchen oder Schiabatta-Brötchen oder was oder Bagels oder was immer man hat. Belegen mit dem, worauf man gerade Bock hat. Das kann herzhaft sein, es kann süß sein. Wie gesagt, komplett worauf man gerade Lust hat. Da gibt es keine festgelegten Rezepte, an die man sich halten muss. Dann da drauf machen, 5 Minuten drunter lassen und schon ist es warm, lecker, schmeckt gut und schmeckt eigentlich so gut, dass man gleich noch weiter essen möchte und irgendwann gar nicht merkt, dass man satt ist. Und ja, von der Handhabung her, wie gesagt, gibt es da eigentlich nicht viel zu meckern oder nicht viel zu erklären. Wünschenswert wäre eben, finde ich, A, ein Netzschalter, damit ich nicht immer den Stecker aus der Steckdose ziehen muss, weil ne, hier ist nichts dran, wo ich das irgendwie ausmachen kann, sonst läuft das einfach nonstop. Das möchte man ja vielleicht gar nicht. Und dann eben noch eine Temperaturregulierung, damit man es irgendwie ein bisschen heißer, ein bisschen kühler. Ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht, aber das ist auf jeden Fall oft gewünscht und es ist auf jeden Fall ganz nett, um da einfach noch ein paar mehr Einstellmöglichkeiten zu haben, ein bisschen besser experimentieren zu können. Hier ist eben noch so eine Arretierung, dann ist das Ding dicht und ich kann es irgendwie so schräg in den Schrank stellen oder so und das ständig umklappt, das ist eben auch sehr gut. Und ansonsten, ne, die Reinigung ist super einfach, einmal überall langwischen, fertig. Wie gesagt, nur Holz- oder Kunststoffelemente verwenden, um da irgendwie was runterzuholen. Und ja, das war so eine Übersicht über die Breville Panini Presse für 3. Bei mir sind es meistens dann nur 2 Paninis, die ich da gleichzeitig drauf machen kann. Und wenn ihr euch dieses Gerät auch zulegen wollt, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viele leckere Paninis, ganz viel Spaß damit. Sage bis bald und tschüss.